Willkommen, Schwester, hier von der Awakening Woman Frauentempeltour durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Ich bin Simone Ritter und hier mit mir heute ist meine Tempelschwester aus dem Tempel, Sister Bliss Tempel in Zürich, Maria. Sie ist seit ein paar Tagen mit mir hier unterwegs auf dieser Tour und vielleicht wird sie uns später ein bisschen darüber erzählen. Ich freue mich sehr, Ich mich dass du mit mir unterwegs bist und auch, dass wir jetzt auch Schwesterngespräche zusammen aufnehmen dürfen. Und die allererste Frage, was mich interessiert und wenn du erzählen magst, wie du Frau Awakening Woman, den Frauentempel, die Arbeit von Shamily kennengelernt hast. Erinnerst du dich noch an das Gefühl, wo es war, was es mit dir gemacht hat? Gerne. Ich habe Chameli bei ihrem ersten Seminar in der Schweiz kennenlernen dürfen. Und zwar in Interlaken, in so einem spirituellen Retreatsort. Und vielleicht ist noch wichtig zu wissen, wie ich überhaupt dorthin kam. Weil sie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bekannt oder hatte noch nicht diese Reichweite, wie sie heute Yoginin weltweit eigentlich berührt und begleitet und sie auf einem bewussten weiblichen Pfad führt. Und zwar hat mich mein Leben irgendwann nach Indien gebracht, vor circa 20 Jahren. Und da habe ich, war ich total durstig nach Antworten, so die Suche nach Sinn, nach Wahrhaftigkeit, nach Gott. Ich habe ja einen süditalienischen Hintergrund. Katholisch herangewachsen, wobei wir in der Familie nicht praktizierend gewesen sind. Also es war bei uns einfach eine kulturelle Nebenerscheinung, katholisch zu sein. Und somit bin ich so wie atheistisch erzogen worden, obwohl ich in einer Glaubensrichtung drin war. Und in Indien war ich dann auf der Suche und habe dann verschiedene philosophische, spirituell-philosophische Ausrichtungen recherchiert, gelebt, vertieft. Und irgendwie bin ich da nicht auf eine Antwort gestoßen, überhaupt nicht. Zumal ich dann auch entdeckt habe, dass all diese indischen Philosophien im Kern total schön und berührend sind. Also ich war spezifisch in der Bhakti-Philosophie, wo es um Krishna und um ihre Gefährtin, die Radha, geht. Also die göttliche Hingabe an Krishna, an etwas Größeres. Und diese Bhakti-Philosophie hat mich im Herzen sehr, sehr berührt, auch in Verbindung zu sein mit diesem göttlichen Aspekt, was für mich das erste Mal als weiblich und männlich gleichzeitig auftrat. Weil das findet man ja in unseren Breitenkreisen. Im Christlichen hat man immer männliche Gestalten. Also man hat Gott, der männlich konnotiert ist, aber im Indischen hat man immer Götterpaare. Also Vishnu und Lakshmi, Brahma und Saraswati und dann eben Krishna und Radha. Und diese tiefe, tiefe Liebe, die Radha für ihren Charme, also für Krishna, jetzt macht's gerade so, diese tiefe Liebe für etwas Höheres zu ergründen, zu erspüren, das war meine Sehnsucht. Und ich habe sie da leider nur gekostet.
Also im Sinne, ich bin rangekommen, aber in einem sehr männlichen, patriarchalen Kontext. Also auch dort bin ich, sei es im Buddhismus oder im Hinduismus, natürlich auf patriarchale Säulen, Strukturen gestoßen. Und für mich war dann so die Erleuchtung, nee, also für mich ist wichtig, wenn ich etwas, eine Linie, eine Philosophie, wenn ich da eintauchen möchte, dann ist für mich immer wichtig, was ist die Stellung der Frau? Das war für mich immer die erste interne Frage. Wo stehe ich als Frau in genau dieser Bewegung, in genau dieser spirituellen Entwicklung? Und da war für mich dann bald einmal klar, nee, das ist nichts für mich. Und die zweite Frage ist, wie ist der Bezug zur Umwelt? Wie gehen Sie mit der Natur um? Wie ist das Prinzip der Mutter Erde? Wie ehren Sie das? Wie pflegen Sie das? Wie gehen Sie mit Ressourcen um? Das sind die zwei Hauptfragen, die ich mir immer gestellt hatte. Und dann war für mich ziemlich bald mal klar, es gibt auf dieser Erde nichts, wo ich ein inneres Ja dafür hätte. Weil eben genau diese zwei Fragen nie beantwortet waren. Und dann habe ich mich dann auf einen tantrischen Weg bewegt. Also ich habe dann so ein Jahrestraining begonnen, wo wir in einem sehr, sehr professionell geschützten Gefäß 25 Frauen und 25 Männer so geballt zusammentrafen. Und das war für meine persönliche Entwicklung sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Kurs absolviert habe. Aber am Ende war ich sowas von, also es war gut, aber am Ende war ich sowas von ausgelaugt. Und ich habe bemerkt, es war zwar eine tolle Erfahrung, aber ich bin tief innen nicht berührt. Es hat mein Wesen nicht tief innen fassen können. Und dann war ich an einem Vertiefungsretreat, auch aus diesem Training raus, in der Schweiz. Und da bin ich einer Yogini begegnet. Und zwar hat die damals bei Chameli das 9-Monats-Programm absolviert gehabt. Das sind wahrscheinlich die Anfänge von Chameli. Ja, weißt du noch, welches Jahr war das? 9? 2009? Das war wahrscheinlich eines der ersten Monatsprogramme von Chameli. 2008, 2009, so der Dreh rum, ja. Und wir saßen da, also ich habe ihr dann mal in der Küche geholfen und dann haben wir Snatam Kaur gehört, die Musik, und die war für mich immer sehr, sehr berührend und hatten natürlich unsere Gespräche, aber nicht als Yogini, sondern sie als Veranstalterin und ich als Besucherin, und das ging dann irgendwann so tief und dann erzählte sie mir von weiblicher Spiritualität und da wurde ich schon mal hörig und so, was ist das genau? Und dann hat sie gesagt, ciao, ich kenne jemanden in Zürich, ich gebe dir ihre Adresse und kontaktiere sie. Mhm. Und das habe ich dann in der Folge effektiv gemacht und die sagt mir dann, übrigens, also wir hatten natürlich ein vertieftes Gespräch und so weiter und war auch von dieser Yogini total fasziniert, wie sie da im Leben stand, so echt, so fassbar, berührbar, wahrhaftig. Und dann habe ich gesagt, wow, das will ich auch. Und dann sagt sie mir, übrigens, die Chameli ist das erste Mal in der Schweiz, in Interlaken. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich hin. Und das habe ich mich dann angemeldet und bin nach Interlaken gefahren und bin dort natürlich mit ganz vielen Frauen aus der ganzen Schweiz gekommen, in die Begegnung, in den Austausch. Und da war natürlich Chameli.
Und obwohl ich ursprünglich dachte, was ist denn das? Weil die Übungspraxis ist ja so einfach. Also ich kam ja aus einem Konstrukt, wo alles sehr, sehr fassbar, sehr sichtbar, berührbar, fühlbar, riechbar. Also es war so, die ganze Sinnlichkeit war da inkludiert. Und bei der Jamali fand ich, ja, easy. Also die Übungen waren ja so banal eigentlich. Wenn ich, weißt du, weil ich kam aus einem anderen Kontext, oder? Und habe gedacht, ja, das ist wahrscheinlich, weil sie noch neu ist. Also kein kompliziertes Protokoll. Nein, gar nicht. Aber dann habe ich gespürt, Moment mal, aber die Übungen, so, dann, sie hat dann dort die Durga-Übung gemacht, wo du dann so in die Hocke gehst und die Kraft so richtig aus der Erde raufziehst, durch die Beine und dann Becken und dann, wow, und dann so wirklich so, und jetzt denk mal an was Positives und dann diese Kraft zu spüren und gleichzeitig denk an ein Kind, das weint, und zu merken, wie sich die Kraft noch mehr stärkt. Also, das, genau, und jetzt komme ich zum Punkt, das körperlich fühlbare, spürbare, oder Essenz, oder diese Wucht von Kraft, die dich dann so übernimmt, und zwar von unten. Von unten, so eben Beine, Schoß, und dann stehst du wirklich da wie ein Baum. Also da bist du verwurzelt, verankert und so weiter und so fort. Und so fort. Und da eben das um meine ursprüngliche Erkenntnis, ja easy, diese Übung. Das, ja, und so habe ich eigentlich zu Jamali gefunden. Ja. Und diese Schwester von damals, die mich dann sozusagen eingeführt hat, die hat dann auch in Zürich begonnen, diese Frauentempel zu geben. Das hat sich dann aber irgendwann mal gelegt. Weiß jetzt gar nicht, ob die gar nicht mehr stattgefunden haben, aber ist ja egal. Also ich selber bin dann nach diesem ersten Mal dann ins Ausland, und also nach Hawaii, und dort hat mich dann eben so die hawaiische Philosophie sehr angesprochen, so dieses Arbeiten mit den Elementen und die Tatsache, auf einer Insel zu sein, und auch die ganze Spiritualität um Hawaii herum und natürlich die Körperarbeit. Weil das die Körperarbeit ist ja im Hawaiischen nicht losgelöst. Das heißt, auch dort geht man von der Philosophie aus, dass eigentlich in unserer Knochenmatrix alles abgespeichert ist. Unser ganzes Wesen. Und dass man auch diese Weisheit, diese tiefen Botschaften in uns zellulär abgespeichert sind und dass man die auch andocken kann. Aber dafür braucht es ein Gefäß, wo man sich tiefen entspannen kann und wo man mit Bewusstheit in die Körperarbeit so reingleitet, um tief einsinken zu können, um zu schauen, was ist da. Was ist in mir da? Wie kann ich meine innere Quelle andocken? Und das war für mich auch nochmals, hatte für mich auch nochmals mit Weiblichkeit zu tun. Weil das ist total weibliche Arbeit. Ja, und dann nach Hawaii bin ich dann zurückgekommen und dann bin ich zu euch gestoßen, zu Sister Bliss. Und habe natürlich dann ursprünglich bei euch mitgemacht, kam dann in die Tempel, und gleichzeitig war ich dann auch in Korfu mit der Jamali und in Indien einen Monat lang und so weiter. Und das ist jetzt mein Weg seit, ja, Anfangs 2010.
Und da, was für mich immer also wichtig war, ist es, dass es kein Dogma war. Mhm. Kein Guru-Schüler-Beziehung, keine Hierarchien, du bist noch ewig Studierende oder spirituell Suchende und so, dass ich wirklich einer Person begegnet war, die in mir das sah, was möglich war. Und, und wo ich in ihr sah, was sie schon erreicht hatte. Also im Sinne, sie hat ihren ganz individuellen, persönlichen Ausdruck gefunden, oder sie sucht ihn immer noch. Das ist ja stetige Entwicklungen, ein Hereinwachsen in diese weibliche Spiritualität. Und ich glaube, das ist ja ebenso, wie wir zyklische Wesen sind, ändert sich auch diese Spiritualität, denke ich, je mehr wir tief in uns hineingleiten und uns dort an diesem nicht fassbaren Ort verankern. Das finde ich ja noch das Paradoxe, dass es irgendwo nicht fassbar ist, aber wir können dort tief, tief, tief uns verwurzeln. Ja. Du bist ja, du hast dann das Tempeltraining auch gemacht. Ah ja, genau, und, stimmt, ja. Und wir sind ja zu dritt in unserem Sister Bliss, Sister Tempel in Zürich und leiten die Tempel, teilen sie uns auf, leiten die Tempel zu dritt. Und das war ja nochmal so ein anderer Schritt, so von diesen Raum für andere anzuhalten und anzubieten. Möchtest du auch ein bisschen darüber sprechen, auch wie du dich vorbereitest, also wie du solche Räume öffnest und kreierst? Gerne. Also ich muss gerade vorausschicken, für mich war es nie oder ist es immer noch nicht ein Spaziergang? Also bei mir geht es so vor, dass ich versuche, in ein Thema reinzukommen oder ein Thema zu definieren für den Tempel, der für mich schon aktuell ist. Und das ist für mich deshalb wichtig, weil ich merke, da kann ich die Essenz reingeben und nicht von etwas berichten oder versuchen zu leiten, wo ich keine emotional-seelische Anbindung fühle. Und dann geht es darum, für mich ist die Tempelvorbereitung eigentlich der eigentliche Tempel für mich. Mhm. Und zwar die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und zwar, wie wirkt das Thema auf mich? Was hat es mit mir zu tun? Wo triggert es? Wo sind meine Knacknüsse? Und dann das so für mich anzuschauen, dass ich dann das so neutral dann wiedergeben kann oder den Raum für andere so neutral wie möglich öffnen kann, also ohne meins reinzugeben. Also so die Hausarbeiten zuerst. Und und dann ist es natürlich das Programm zu schreiben. Und da merke ich, es ist so wichtig, es ist mir so wichtig, dass das Programm in sich stimmig ist. Also es ist mir so wichtig, dass das Gefäß stimmt, dass der Ablauf stimmt, dass die Fragen auch so präzise wie möglich gestellt werden, dass die Übungspraxis auch so einen Fluss beinhaltet. Und natürlich die Playlist, also die Musik ist für mich auch ein Medium, das trägt, das auch Emotionen trägt, das eigentlich die Arbeit auch unterstützt. Und die ist für mich auch mit höchster Sorgfalt auszusuchen. Weil mein Ziel ist auch, die Schwestern, die dann kommen, auch in Sicherheit wissen zu lassen, dass ich sie in ihrem, was dann gerade entstehen darf, nicht überfordere, nicht überborde. Und dass sie eigentlich kommen und dann an einem sicheren Ort den Raum wieder verlassen. Nicht aufgewühlt. Also, das kann ich nur bestätigen.
Ich genieße es jeweils sehr, sehr, weil ich sehr viel unterwegs bin. Und dann, wenn ich zurückkomme, das ist ja auch so eine Kostbarkeit für mich, dass ich in den Tempel gehen kann. Ist nicht ganz ohne, wenn sie in den Tempel kommt. Da greifen alle Muster, aber bitte, die, von denen erzähle ich nachher. Aber du darfst weitersprechen. Worüber ich noch gerne sprechen möchte, ist, du bist ja jetzt ein paar Tage zu, ich habe dich abgeholt in Camp. Ja. Und du bist ein paar Tage hier mit auf dieser wunderbaren Tour. Magst du ein bisschen erzählen, ja. Was ja. du so erlebt hast all diese Zeit, ja. wie es dir geht? Wie geht es mir? Ja, also ich habe heute Morgen gedacht, ich war bei einer Yogini zu Hause. Eine Frau, die ich vor 2 Tagen nicht gekannt habe. Und, und ich habe mich dort gefühlt wie zu Hause. Ich hab dort jetzt essen dürfen, so Gespräche haben und irgendwie, es fühlt sich so natürlich an. Und so jetzt unterwegs zu sein, von Frauenkreis zu Frauenkreis, kommt es mir so vor, als wäre das, also ich stelle mir jetzt eine Göttin vor, die sich da über Europa legt. Und wir Frauen, wir Yoginis, bilden die einzelnen Zellen dieser Göttin, die sich da jetzt über Deutschland legt und zu etwas Organischem geworden ist, weil es lebt ja von innen. Und die Begegnungen jetzt mit so vielen Frauen bereits, das ist so natürlich. Es hat so eine Natürlichkeit drin, auch keine Vorbehalte, also man geht einfach rein. Und vor allem, es entsteht sofort eine Herzensverbindung. Ja. Man greift, man dockt an ein Netz an, wo man Gemeinsamkeiten erarbeitet hat. Ich denke eben, wenn man sich so auf diesem spirituellen weiblichen Weg begibt, dann hat man das Netz, das trägt. Das trägt und nährt und bietet auch Sicherheit. Ja. Was mich jetzt die Tage sehr berührt hat, ist, ist schmerzhaft zu sehen für mich, wie wir Frauen zum Teil wirklich so in der Not sind. In der Not sind, was auch immer dann die Lebensumstände sein mögen, aber wenn sie dann ankommen, zu erkennen, wow, da ist so viel Schmerz, so viel Leid, physisch sichtbar, spürbar, und wir durch unsere Arbeit sie genau in dem abholen können, dass wir durch diese Kreise, dieses Zusammenkommen genau etwas Linderung im Moment verschaffen können. Also wir können die Arbeit nicht abnehmen, aber wir können im Moment ein Gefäß bieten, das was ist, einfach mal ohne irgendwas tun zu müssen oder irgendetwas verändern zu wollen, einfach mal annehmen. Also sie für sich, aber auch das im Kollektiven zu tragen. Das war für mich, das ist etwas, was mich sehr berührt. Also da docke ich natürlich am Schmerz an. Also mein Schmerz mit deren Schmerz. Und dass man da so mitschwingen kann und auch wissen, es geht dann weiter. Es geht Schritt für Schritt weiter. Ja. Und natürlich auch die schöne Seite. So die die Schönheit, die Schönheit. Und mit Schönheit meine ich nicht die ästhetische Schönheit, sondern die Schönheit der Präsenz, der Zusammenkunft, des Austausches,
des Berührens. Mhm. Diese achtsame Berührung, um die Schwester zu unterstützen in ihrem Prozess. Weil oft kennt man ja Berührungen mit Absicht. Ja. Also man wird berührt oder man berührt, weil man selber auch Berührung will. Es ist so immer so ein Tauschgeschäft. Und bei uns ist es mit dieser Berührung, es geht uns eigentlich nicht einmal um die Berührung. Wir schaffen Verbindung. Und mit der Berührung schaffen wir Verbindung in einem Wohlwollen. Und so, dass sich dann die Frau sich das ergönnen mag, wenn sie mag, oder empfangen kann. Das ist auch so. Ich muss mich nur einen Ricola nehmen hier. Ja, das Thema war die Tage ja auch empfangen können. Mhm. Das sich öffnen, um zu empfangen, was für uns Frauen ja so schwierig ist. Weil wir geben und geben und geben, auch über unsere Ressourcen hinaus. Mhm. Ja. Und das eben, das war eben auch für diese Frauen, die mich im Schmerzen so abgeholt haben, auch so wichtig, dass sie annehmen konnten. Mhm. Dass sie das, was war von den Frauen, die gerade die Ressourcen hatten zu geben, auch annehmen konnten. Mhm. Und das so heilsam ist, weil man erwartet nicht, dass etwas zurückkommt. Ich glaube, das ist auch wie ein Muskel, den wir wieder trainieren müssen. Mhm. Das Annehmen. Annehmen, ohne ja, dass wir gleich zurückgeben müssen. Exakt. Ja. Es hat auch mit Wertigkeit zu tun. Ich bin es wert. Mhm. Ja. Ja. Ja, wir haben ja auch sehr viel, wie du gesagt hast, sehr viel mit Empfänglichkeit praktiziert und auch sehr viel mit dem Sisterhood Manifesto. Ah ja, genau. Haben wir auch viel praktiziert. Ja. Ja. Du bist jetzt ja auch Coach und Körpertherapeutin. Mhm. Und wir haben auch schon viel darüber jetzt gesprochen, was diese Arbeit macht oder wo diese Arbeit uns hinführen kann, auch in diese tiefe spirituelle, weibliche, verkörperte Praxis. Und vielleicht können wir noch kurz über dein Angebot sprechen, weil ich finde das, was du anbietest, so kraftvoll und wertvoll, weil oft gibt es auch Themen, für die man dann, vielleicht kommt etwas und man merkt, boah, da stoße ich gerade auf ein großes Heilungspotenzial und, ja, und das braucht dann manchmal sehr individuelle, spezifischere Begleitung, um da eben ranzukommen. Ja. Und was gibt es denn Besseres, als das bei einer Schwester zu tun? Ja. Ja, also ich habe ja Yoginis, die ich im Tempeln oder auch so Seminare kennengelernt habe, die dann so den Beruf so wie noch weiter verfolgen und ihre Vertiefung, spirituelle Praxis auch außerhalb des Tempels natürlich weiterführen. Und wie du sagst, wenn ein Stein ins Rollen kommt, dann besteht oft noch das Bedürfnis, das noch begleitet zu haben oder zu vertiefen, mhm, und gleichzeitig eben auch auf der Körperebene. Und ich habe Yoginis, also Schwestern, die zu mir kommen, und ich glaube, ein Grund ist auch, weil sie wissen, dass ich die gleiche Sprache spreche. Mhm. Im Sinne Sisterhood Manifesto. Wir wissen, woher wir kommen, welchen Weg wir gehen. Und ich glaube, daher die Entsprechung, dass man vielleicht zu jemandem geht, die auf demselben Weg geht. Und klar habe ich natürlich noch andere Tools, die ich verwende, aber so das Schöne an meiner Arbeit ist wirklich, dass all die Themen, die in der Schwesternschaft auch aufkommen, dass man die in der Zweierbegleitung sehr individuell und sehr präzise noch vertiefen kann und vor allem auch
diese ganzen emotionale, diese ganze Emotionalität, die ja tief in unserem Körper abgelagert, abgespeichert ist. Und dass man diese Orte besucht, also im Gespräch zuerst mal, weil für mich ist das auch wichtig zu erkennen, also ein Gefühl mal überhaupt nominieren zu können, also beschreiben zu können, die Terminologie dafür zu haben, wie fühlst du dich? Oder dann oft höre ich gut oder nicht gut. Mhm. Und ich merke auch, dass wir dort so wie keinen Wortschatz dafür haben, diese Gefühlsnuancen richtig auf den Punkt zu bringen. Was fühlst du jetzt gerade da? Was ist diese Emotion, die jetzt irgendwo im Körper abgespeichert ist? Und da diese, wie sagt Jomeli, Ice Cubes? Diese Eiswürfel. Eiswürfel. Die drin, ja. Ja, genau, und diese Eiswürfel, ja. die von innen heraus nicht, dass einer warte, das muss jetzt weg, oder? Mhm. Schnell raus. Ich will das nicht mehr fühlen, sondern eigentlich durch das Fühlen in die Freiheit kommen, wenn es geht. Oder sonst zumindest zu wissen, hey, du bist jetzt hier anzuerkennen. Und das hat jetzt einen Grund. Das hat eine Geschichte. Und die Geschichte zu erörtern und auch zu schauen, wow, das hat es mit mir gemacht. Und gleichzeitig auch zu erkennen, dass die Geschichte oft nicht nur Negatives hat, sondern dass es dich geformt hat. Mhm. Dass du daraus gewachsen bist. Und dass man die Geschichte jetzt loslassen darf. Und weitergehen. Und das hat für mich, das hat für mich Tempelcharakter. Einfach im Zweiergespräch. Mhm. Und dann offeriere ich natürlich in Ergänzung die Lomi-Lomi-Massage, mhm. die ja rituell ist. Und da biete ich an, dass man dort mit Intention reingeht. Das kann zum Beispiel sein, wenn man einen Glaubenssatz im Vorgespräch vielleicht neu beschrieben hat, wenn man eine Antwort sucht, oder man lässt sich einfach in diesen Körpertempel rein und übt die Hingabe. Hingabe an die Weisheit, an die Intelligenz unseres Körpers. Mhm. Ja. Mhm. Und dann geschieht diese Massage. Und nachher im Nachgespräch erarbeiten wir nochmals, was ist geschehen? Mhm. Was war die Essenz? Hat sich etwas gewandelt? Und so nochmals zu schauen, was durfte entstehen? Mhm. Ja. Ja, das ist sehr, sehr, also für mich so tiefgründige Arbeit, und ich bin jedes Mal selber sehr berührt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, gerade auch Frauen, die in unseren Kreisen praktizieren, mhm. die schon ein sehr großes Körperbewusstsein haben, mhm. dass sie da eben noch mehr da sich drauf einlassen und ja. noch mehr da Heilung erfahren mhm. dürfen ja. in solchen Sessions. Unbedingt, ja. unbedingt, ja. Ja. Ich werde hier auch in der Beschreibung unterhalb des Videos, werde ich dann auch die Webseite natürlich posten, zum einen die von unserem Sister Bliss Tempel in Zürich und auch die Webseite von Maria, wo ihr noch mehr über sie erfahren könnt und über ihre wunderbaren Dinge, die sie in die Welt hinein manifestiert. Bevor wir hier unser Schwesterngespräch abschließen, liebe Maria, gibt es noch was ganz Wichtiges von dir? Gibt es noch was du gerne erzählen oder teilen möchtest? Ja, ich denke, mute dich zu als Frau mit all dem, was du bist. Denn wir sind starke Wesen. Hm. Stark im Sinne, keine Muskelpower, aber wir haben alles in uns.
und dass jede einzelne von uns ein Geschenk ist. Mhm. Ein Geschenk, eine Blume, das erblühen darf. Mhm. Ja. Mhm. Ja, total schön. Mhm. Das ist gerade so diese Blumen, die erblühen. Ich treffe gerade so viele Blumen, die erblühen. Ja, wirklich. Auf dieser Tour. Ein bunter Blumenstrauß. Ja. Vielen, vielen, danke vielen dir, liebe Dank, liebe Maria. Schwester. Und es ist mir auch so eine große Freude, dass du nach diese Tage mitreist auf dieser Tour. Es bedeutet mir sehr viel. Danke. Auch so, dass diese Erfahrung mit dir teilen zu dürfen, das ist sehr, sehr kostbar. Ja, ist für mich auch ein Riesengeschenk. Danke dir vielmals für die Möglichkeit, so eng zusammen zu sein. Ja, also Maria schläft hier oben, ich da hinten. Und ich so auch so wie einfach das ist. So jeder so, also ja, es ist einfach, ich denke, das hat auch ein Stück weit mit dem Manifesto zu tun, so die Selbstverantwortung. Ja. Und darum geht es auch so gut und wir können uns auch gut auf die Frauen vorbereiten und einstimmen. Okay, danke, dass es dich gibt. Ich danke dir für deine Arbeit. Ist sehr, sehr wichtig. Und auch die Art und Weise, wie du das lebst, wie du das in die Welt hinausträgst. So. Eindrücklich. Eindrücklich schön. Danke. Tief empfangen.